Ja, und hallo zurück zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Es war ein bisschen ruhig die letzte Woche. Naja, wundert es eigentlich nicht im Moment, was los ist. Mir ist aufgefallen, ich Durstbaddel habe bei der Rundtour, dass die Viecher hier wieder rumlaufen. Das ist so nervig. Ja, eigentlich brauche ich das hier nicht. Guck mal. GP. Ach so, ja. Ja. T. Game Mode. Was? Ist jetzt ein Witz, oder? So. Jetzt geht's wieder. So, meine lieben Freunde, halt, nee, dich will ich nicht. Dich will ich. Dann kann ich euch nämlich auch gleich den Trank zeigen, den ich dafür nicht gezeigt hatte. Ja, Instant. Ja, irgendwie spawnen die Viecher hier die ganze Zeit, das nervt. Genau, was ich nicht gezeigt hat, jetzt muss ich mal gucken. Der Rapunzelturm ist da drüben, weil wir waren nicht im Rapunzelturm drin. Unter anderem. Waren wir in dem Gebäude, waren wir. Na, das doch, ich glaube aber, das habe ich hier nicht ausgebaut gehabt. Doch, das ist, glaube ich, eins der Gebäude, wo ich ein bisschen was drin gemacht habe. Da habe ich nicht gezeigt gehabt. Und ja, genau, hier drunter hatte ich einen Dungeon angefangen gehabt. Den habe ich auch nicht gezeigt. Ja. Ja, und genau, hier oben waren wir auch nicht drin. Da können wir, dann gehen wir gleich noch rein. Dann nehmen wir wieder Spectator an. So, weil den Rapunzelturm können wir auch so rein. Hier kommt man auch so rein, sobald man hier hingekommen ist. Ja. Gibt hier viele verschiedene Räume, man sieht. Ist nicht so ganz wie im Film, weil man hier ein bisschen weniger Platz haben. Das Schlafzimmer ist ein bisschen klein, ich weiß. Hier genauso. Aber es gibt natürlich viele Bilder, wie sie es gehört. Rapunzel hat ja viel gemalt. Zwar nicht so, haben hier nicht so schöne wie bei Rapunzel. Jetzt muss ich mal gucken. Ne, den konnte man aufmachen. Das war kein Problem. Ah ja, hier. Kleiderschrank. Die mache ich nicht auf, die Kiste. Man sieht schon dahinter, ne? Da ist. Was habe ich da reingemacht? Eine Schaufel. Und die ist benannt mit ultimative Bratpfanne und hat Schaden. Was war das? War das Schaden? Ich weiß gar nicht, war das Schaden 10 oder so? Das Problem ist nämlich, sobald ich die aufmache, wie man sieht, hier hinten, hier ist eine Redstone-Schaltung, man kommt nämlich von hier rein, das ist auf allen Seiten, dann wird hier das verschlossen. Nee, Quatsch. Da unten wird nämlich verschlossen. Das heißt, hier kommt man nicht mehr raus. Man müsste hier runterspringen. Ja, wer den Film kennt, weiß, dass unter der Treppe ein Geheimgang ist, wo Mutter Gothel reinkommt. Und der Knopf dazu befindet sich hier hinterm Kamin, wenn ich mich recht erinnere, oder? Ja, komm, gehen wir wieder zurück in den. Ach. Das ist. Ich denke, jedes Mal gehe ich auf den falschen Knopf. Game Mode. Spectator. Ich vermisse das, die alte Zeit, wo man einfach nur. Ja, da ist er. Gut, jetzt können wir die Kiste aufmachen, da kann nichts passieren. Wir können ja so reinlunsen. Da ist er. Power 5 und dann haben wir hier die Krone der Prinzessin. Alles schön geschichtlich und da ist er.
Da ist er. Da ist die Leiter. Dann geht es hier runter in den Turm und dann kann man nämlich hier komplett, ja, durch den Turm runter. Man sieht hier auch die Redstone-Schaltung. Ich gehe mal jetzt hier direkt runter. Das ist. Nein, da ist es noch nicht. Genau, bis hier runter kommt man. Bis hier kommt man und dann aktiviert sich im Endeffekt, wenn man hier durchgeht, das Türchen hier. War das die Tür hier? War das hier? Ah ne, genau, hier war's. Die Tür geht auf, geht aber nach einer Weile wieder zu. Das heißt, wenn man einmal hier drin war, der Turm ist gesperrt. Da kommt man nicht mehr rein. Gut. Wo war es gewesen? Ah, das ärgert mich noch immer so sehr. Aber ich denke mal, ich werde es, glaube ich, wieder aufbauen. Das ist einfach. Oder macht da Felsen oder sonst was hin. Weil das bringt nichts, die Map neu zu laden. Wie gesagt, das wird. Genau, hier kommt man auch in den Turm rein. Der ist natürlich auch noch gesperrt. Das zeige ich aber nicht. Genau, da kommt man von hier aus rein. Nee, Quatsch, das ist die oberste Etage. Ja, hier gibt es genug zu futtern. Dann hat man hier noch so eine kleine Raum, wo man auch. In den Raum kann man, in den Turm, sobald er freigeschaltet ist, kann man öfters rein. Das heißt, man kann auch den Amboss benutzen. Und da die Map, wenn man da PvP spielen sollte, nur im Adventure-Modus gestartet wird, also man wird automatisch, sobald man da in den Startpunkt reinkommt, in den Adventure-Modus gesetzt. Also kann man auch hier nichts Großartiges abbauen. Deswegen macht das nichts, dass hier vieles mit so verschlossenen Türen ist. Ja, genau, hier ist zu. Dann gibt es hier irgendwo, gibt es da noch Balkone, von wo man runtergucken kann. Ja, genau. Von hier aus kann man so ein bisschen runtergucken, ob da einer unten rumdackelt. Klar, man kommt nicht hier drüber. Darauf habe ich geachtet. Ja, doch, man könnte von hier aus mit einem Sprung da drauf kommen, aber das wäre dann auch dumm, weil man würde ja nicht mehr wegkommen. Man würde unweigerlich sterben und verlieren. Ja, genau, dann gehen wir nochmal hier hin. Den hatte ich angefangen gehabt, den Dungeon. Beim Dungeon bin ich mir auch nicht so sicher, ob der dann so gut ist. Ja, wie gesagt, hier die Festung baue ich nochmal um. Das ist nicht so ganz das Wahre. Wo war denn der Eingang? Wo war denn nochmal der Eingang? Habe ich den noch nicht gebaut gehabt? Den habe ich doch schon gebaut. Was war denn das? Ach, hier guckt was durch. Ah, hier guckt Gras durch. Okay, da ist die Brücke. Ich habe doch schon einen nach unten gebaut. Was muss hier sein? Ah, hier ist es. Genau. Genau. Das ist es. Da ist es. Genau. Wofür habe ich das denn gemacht? Ach, da sind die Redstone-Fackeln drin. Ah ja. Falls ich die brauche zum wieder scharfstellen. Genau. Die kommt nämlich hier hin, die wird. Die ist es. Die wird nämlich von dem Wasser weggespült und dadurch wird das Ganze hier aktiviert. Aber eigentlich sollte das doch gar nicht, sollte das doch schon aktiv sein. Ja gut. Ich glaube, da hat sich einiges, wie gesagt, durch die Schaltung doch verändert. Eigentlich sollte das hier inaktiv sein. Oder nicht? Nee, das sollte nicht inaktiv sein. Genau, man macht die Truhe auf. Ach, genau. Man macht die Truhe auf und sobald man unten das durchfällt, wird hier das Wasser ausgelöst, dass die Fackel weggespült wird und man nicht nochmal in diesen Raum rein kann. Genau, in den Dungeon. Ja, man wird hier hingelockt. Hier ist nichts drin. Gar nichts. Und dann fällt man halt hier steil runter und kommt in den Dungeon rein. Einmal hier abgebremst. Genau, hier unten ist das. Hier wird es deaktiviert. Oben.
Man hört schon, hier ist Party. Oh, da war's. Ja, das ist noch der Spruch aus der Sendung 1 oder 3. Ich denke, einige kennen sie noch. Mal sehen, ob die Schaltung noch. Ja, hier wird die Schaltung, man sieht. Ja, hier spricht die Schaltung einigermaßen. Ich glaube, da muss ich einiges wieder reparieren. Ja, hier funktioniert es noch. Also, der da vorne hat. Ja, hier ist auch wieder verloren. Ja, da muss ich einiges reparieren. Ja, sei bedacht, welche Schalter du drückst. Es ist eine fiese Anspielung. Ob das noch funktioniert? Das funktioniert halbwegs. Ja, hier ist auch. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht funktioniert. Ja gut, egal. Wie gesagt, ja, dann gibt es hier einige Sprungpassagen auch, Jump'n'Run. Es ist halt noch nicht fertig. Das ist halt sozusagen das Feuerlevel. Gut oder schlecht? Ich weiß gar nicht mehr. Ah, ne. Genau, die waren böse. Ja, das war... Ist das Labyrinth? Jetzt muss ich selber mal gucken. Irgendwo auf der anderen Seite ist der Durchgang. Genau, da ist er. Hier kommt man dann raus. Und hier ist, glaube ich... Ich weiß gar nicht, was ich hier gemacht habe. Ach ja, genau. Hier spinnt es auch. Man sieht es. Ja, das ist halt durch die ganzen Updates, hat sich das hier die ganze Schaltung verschoben. Jetzt muss ich alles wieder neu machen. Ach, das ist ätzend. Der gehört da nämlich gar nicht hin. Ich weiß gar nicht, was hier war. Ah, genau. Hier, wenn man auf die falsche Schubplatte gesprungen ist, dann öffnet sich das Lava auf. So, und wieder Laufhaus, Lauf. Ja, hier geht's auch im Moment nicht. Ja, es ist ärgerlich. Es ist total ärgerlich. Das ist aber leider jedes Mal nach irgendeinem Update, wenn irgendwas im Redstone gemacht wird, dass das alles am Spinnen ist. Man sieht's hier. Die ganzen Schaltungen sind... Ja, hier fehlen auch einige Redstone. Ich sehe gerade, hier fehlt die komplette Redstone-Schaltung, oder? Nee... So viel, was fehlt hier? Ach, ich muss da später nachschauen. Gehen wir wieder hier. War das der richtige Weg? Nein! So, noch ein Stück höher. Ja, nochmal ein Jump'n'Run. Ich habe ihn selber getestet. Ich bin nicht der große Jump'n'Run-Mensch. Also. Es hat auch von mir funktioniert. Ah ja. Ja, genau. Der Notausgang. Ja. Notausgang. Wir erinnern uns. Nein. Moment. Ach ja, genau, der Notausgang. Ja. Stimmt ja, man kommt ja noch nicht mal hin. Stimmt ja. Man kam ja noch nicht mal zum Notausgang. Ja, und hier geht's dann halt im Endeffekt in den nächsten Bereich. Hier soll eigentlich Wasser sein, komplett. Hab ich noch nicht so viel weitergebaut. Hier hat's dann noch ein bisschen gehapert. Ich glaube aber, ich habe irgendwas, was hatte ich angefangen gehabt mit Wasser? Ich weiß gar nicht mehr was.
Oder doch nicht? Nee, genau. Ich hatte den Raum nur angefangen gehabt, aber ich meine, ich wäre weiter gewesen hier. Ja, im Endeffekt geht es dann durch alles durch. Feuer, Wasser, Erde, Luft. Ich weiß noch nicht, was ich mit Luft machen sollte. Ja. Gut, das war halt der Dungeon, den ich schon gebaut hatte. Hier ist noch ein bisschen Platz, ist hier oben. Also derjenige, der da durchgefunden hätte, der hätte sich gefreut am Ende. Denn es hätte ein bisschen was gegeben. Gutes. Unter anderem, ich glaube, ich wollte auch Black Moons Blut und die Einhornträne mit reinpacken. Als einziges hier. Ach, das ist der Fahrstuhl, der aus dem Süßigkeitenraum rausführt. Ja, der irgendwie nicht mehr funktioniert. So, dann wollen wir zum Schloss fliegen. Denn da hatte ich auch was vergessen gehabt. Ich weiß gar nicht, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich überlege gerade. Ich meine nicht. Aber wir können ja nochmal drüber fliegen. Vielleicht fällt mir was ein. TARDIS waren wir. Den Raum da unten. Ah ja, genau. Wir wollten das nochmal von innen gucken. Ich meine, ich hätte es einigermaßen ausgebaut. Oder? Wir müssen in oben reingucken. Nein, 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 haben wir noch nicht. Hier ist ja noch nicht mal eine Treppe drin. Geht ja nicht bis oben hin. Aber trotzdem, als normales Häuschen, gar nicht mal so schlecht. Schön viel Platz drin. Hier ist ein kleiner Pferdestall drin. Hier müsste aber auch sogar, ja, ein Pferd drin sein, was eigentlich da drin stehen müsste. Aber die haben es ja irgendwann gecheckt, dass man auch über da drüber springen kann. Egal, kommt nicht weg. Ich weiß gar nicht. Hier war noch ein kleiner Raum. Ja. Genau, Keller. Ah, genau, hier gab es auch noch einen Keller unter dem. Da müssen wir nochmal unter das Kaufhaus. Wo war nochmal das Kaufhaus? Da ist es. Hier war auch nochmal ein kleiner Dungeon drunter, meine ich. Den hatte ich gebaut. Naja, nichts Großartiges. Ja, hier, nichts Großartiges. Wieso haben wir jetzt so Lecks drin? Wieso habe ich jetzt so Lecks gerade? Ja, hier gab es, glaube ich, hier in der Mitte irgendwo war hier eine Truhe versteckt. Auch. Ah ja, hier ist auch noch was. Das ist aber, glaube ich, noch von der alten. Ah, hier ist nochmal eine Truhe. Mit ein bisschen Ausrüstung. Das ist aber schon unterm Schloss, wenn ich mich nicht täusche, oder? Nein, das ist ja unter dem Wirtshaus. Das ist unter dem Wirtshaus. Genau, den haben wir ja schon gesehen gehabt. Was ist das? Ach ja, genau. Das war früher der alte Gang. Der alten Stadt konnte man. Da hatte ich das alles noch nicht gebaut gehabt. Da konnte man sich unterirdisch von Haus zu Haus bewegen. Da war ja noch die Monster so aktiv, so dass man sicher durch die Gegend laufen konnte, ohne da hier im Dunkeln von den Monstern genervt zu werden. Da war aber hier noch alles anders. Da stand hier, genau hier. Ja, das war genau hier neben dem Turm. Da, wo ich Labyrinth und so gebaut habe, stand mein altes Haus, wo ich angefangen habe auf der Map. Da habe ich mit gestartet und dann habe ich den Turm gebaut. Das ist mir nämlich jetzt im Nachhinein wieder eingefallen. Also das existiert, das, wie gesagt, das hier sind die ältesten Gebäude hier mit dem Turm zusammen. Das hier vorne, das Wirtshaus, ja, die Bibliothek, ich glaube, den habe ich später gebaut. Also auf jeden Fall das hier vorne mit dem Ballsaal, der Bibliothek, mit dem Umrandung, mit dem Wirtshaus und dem Turm, das sind auf jeden Fall noch die ältesten Gebäude und natürlich die Pyramide da hinten. Die stand früher so ziemlich weit da hinten rechts. Noch im Endeffekt hinter, war das hinter? Nee, Quatsch. Da war das Haus. Da war das, da ging es nach da. Doch, ich müsste eigentlich die alte Map mal vorkramen, ob die noch geht. So, jetzt kann man es auch sehen hier gut. Vom Thronsaal aus. Man sieht, hier ist ein Wasserstrahl. Ja, toll, das funktioniert auch nicht mehr. Das war so klar. Normalerweise müsste hier Wasser durchfließen. Aber da hier ja auch die Schaltung am Spinnen ist, müsste ich auch mal reparieren. Eigentlich ist hier ein Schalter, ein Taglichtsensor. Ja. Man konnte vom Thronsaal aus bis hier hochschwimmen. Ja, blub, blub. Blub, blub.
Ja, dann kommt man hier hoch zu einem der Schiffe und das hier, früher war hier noch was, hatte ich hier geplant, die Wolkenstadt direkt hier dran zu setzen, aber dann habe ich gesagt, nee, das passt nicht. Und da wir hier, da das blöd ausgeschaut hat, das hier sonst konnte ja nichts drüber bauen, drunter wegmachen. Die Wolkenstadt sollte einen Abgrund haben. Also Cloud Stale. Deswegen ging das hier nicht. Ist man einfach hier rein und dann halt geportet worden. Und man sieht hier, drunter ist auch ein Command. So sieht man einen Command-Block, aber wie gesagt, die Koordinaten stimmen ja alle nicht mehr. So, mal überlegen, habe ich noch irgendwas? Können wir unter die Map gehen? Vielleicht finde ich ja noch was. Oh, faszinierend. Aber es liegt, glaube ich, darum, weil hier ein anderes Biom angezeigt wird. Nee. Ah ja, genau. Da war mal früher ein Raum drin. Den habe ich aber mittlerweile umgebaut. Der ist nicht ohne Grund mit ja, Grundgestein ausgebaut. Man kam hier früher rein und hier waren lauter Edelsteinblöcke. Diamant, Gold, ja, Smaragde, Redstone, Lapis Lazuli, alles Mögliche war hier drin. Das Problem war, wenn man hier die normal anderen Blöcke gingen, das waren aber Erze noch, ne? Ja, das waren Erze, genau. Das waren nicht die Blöcke, das waren Erze. Das Problem war, hier drunter war der komplette Boden mit TNT ausgestattet. Deswegen auch hier hinten, man sieht hier hinten die Schaltungen hier. Da. Genau. Die gingen bis hinten hin und sobald man. Ne, Quatsch. Genau, das sind die Schaltungen, die das den Raum hier gesperrt haben. Genau, die haben hier nämlich zugemacht. Und dann kam von hier oben. Ist das noch? Geht das noch? Ja, genau. Von da oben kam nämlich Lava. Und wie gesagt, man hat dann halt irgendwas abgebaut und dadurch wurde die Sprengung ausgelöst und die ging von hinten her los. Bis vorne hin. Ich glaube, hier drüber müsste auch Grundgestein sein. Na, das sieht man jetzt nicht. Dafür müsste ich abbauen, da habe ich jetzt aber keinen Nerv zu. Und ja, man kam hier, weil in dem Moment, wo da hinten ausgelöst worden ist, hat sich hier vorne die Tür zugemacht. Und man kam hier nicht mehr lebend raus. Nicht im geringsten. Also man wurde gnadenlos weggesprengt. Das habe ich weggemacht. Hier wollte ich irgendwas anderes dann später reinmachen. Oh, warte mal, hier gibt es noch einen Raum. Da fällt mir ein. Oder war das der Raum? Ne, das war, genau, das war der Raum. Hier wollte ich auch was reinmachen. Hatte ich hier schon was angefangen? Was ist denn das gerade für ein Lag wieder? Das kann doch nicht sein. Ja, hier hatte ich auch was angefangen gehabt. Ich weiß noch nicht mehr was. Ich glaube, hier war auch mal was drin gewesen. Aber da habe ich das auch verworfen. Ach nee, 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 nee. Doch. Doch, das war. Das ist aber unter dem. Wo war das denn nochmal? Ah, das war hier. Das war bei Black Moons Raum, genau. Man konnte, genau, hier sind nämlich noch irgendwo Druckplatten. Da konnte man Items drauf werfen. Die sind bei allen diesen vier Brunnen. Und dann hat sich hier halt aufgemacht und dann kommt man da runter. Ich weiß gar nicht mehr, habe ich da überhaupt geplant, wo man wieder rauskommt? Irgendwo da hinten war das, ne? Da konnte man hier lang gehen, verschiedene Items kriegen und dann kam man irgendwo, ich weiß gar nicht mehr. Genau hier kam man dann später wieder raus. Sollte man eigentlich? Ich glaube, man sollte dann später hier rauskommen, wenn ich mich täusche. Wenn ich das so geplant hatte. Ich weiß nicht mehr so ganz genau. Ja, es ist halt noch nicht alles, ziemlich alles wieder so, wie es fertig, wie es sein sollte. Ich habe halt vieles umgebaut. Anders da gebaut. Aber irgendwo gab es doch noch einen Raum, wo man doch wo.
anders da rauskam. Oh Gott, was ist denn das hier? Was habe ich denn hier? Ach, das ist noch eine alte. Was ist denn das für Lex? Was habe ich denn hier gemacht gehabt? Was ist das denn? Was ist das denn? Okay. Ah, warte mal, das ist hier unten drunter. Hier war mal was gewesen, genau. Ich weiß gar nicht, warum ich die ganzen Zäune hier. Ach, das war per dem World Edit. Das war keine Absicht gewesen mit dem World Edit hier. Es gab noch irgendeinen Raum, wo man raus konnte, aber ich glaube, das war das gewesen. Den habe ich weggerissen. Das war hinterm. Ja, das ist beim Thronsaal. Ja, genau, das war da. Weil hier war früher Gewässer hier hinter. Und da war das. Da kam man dann hier raus. Hier hinten war ein Gewässer. Ja, ich glaube. Dann haben wir jetzt doch alles durch. Was ist das denn da hinten? Okay, nur ein Fehler. Aber ich glaube, das war's. Ja gut, das sind die Wohnräume. Das ist die Farm. Man sieht's hier. Keine Ahnung, ob's hier noch funktioniert. Doch, das sollte funktionieren. Das ist simpel gewesen, die Farm. Die ging nicht automatisch. Die ging nur per Knopfdruck hier unten. Ich glaube, hier oder hier irgendwo war ein Knopf. Nee, da nicht. Oder Schalter, ja genau. Hier war ein Knopf, den hat man gedrückt und dann wurde hier komplett alles abgeerntet. Das ist keine automatische Farm, so wie jetzt, wo man oben gesehen hat. Ich habe hier, glaube ich, irgendwo eine. Ne, hatte ich nicht. Ich habe die gar nicht gebaut gehabt. Und das war halt, wie gesagt, meine komplette Farm. Das andere müsstet ihr ja. Nee. Oh, was war denn das hier? Ah, hier ist auch nochmal was. Hier ist auch nochmal was. Ja, man sieht so vieles, was man vergessen hat. Ich weiß gar nicht, wie man hier hinkam. Ach, das ist hier genau. Da kommt man durch den Baum hier. Den musste man aber auch erst aufmachen. Ich weiß gar nicht, war hier was drin? Ne, hier war auch nichts drin. Und dann hat sich, glaube ich, der Boden auch aufgemacht hier unten, oder? Oder habe ich das einfach gesperrt? Ich glaube, ich habe das einfach gesperrt. Das geht gar nicht mehr auf hier. Oder? Ja, das habe ich gesperrt. Da hatte ich überlegt, was draus zu machen, aber ich wusste noch nicht was. Ich weiß gar nicht mehr, wofür das alles war. Ah nee, genau. Ach, das ist der Mechanikraum für, damit das überhaupt aufgeht bei dem Baum. Das ist ja hier in der Mitte von dem. Hier in der Mitte von dem Raum. Genau, da hat man hier Items reingeworfen, die wurden auf eine der Druckplatten geworfen. Und dadurch hat sich das Wasser abgestellt hier. Mich würde mal interessieren, ob das überhaupt noch funktioniert. T. Kreativ, danke. Gut, wir können einfach die Werkbank wegschmeißen, die tut nicht weh. Schauen wir mal. Ja. Das könnte jetzt, glaube ich, eine Weile dauern, bis das Ding unten angekommen ist. Funktioniert das noch? Genau, das wurde hier transportiert. Ah, da kommt man nicht mehr lang. Müsste sich dann da oben eigentlich das Wasser abschalten? Ah, alles passiert. Ist die aktiviert und dann müsste hier in der Mitte. Genau, hier ist der Baum aufgegangen, dann kam man hier dran, dann konnte man hier rangehen, hier konnte auch nichts passieren, hier ist keine Versteckte dabei. Das Item ist irgendwann halt despawned und das hat sich alles wieder angeschaltet. Oh, Fisch, ja, tut mir leid, aber kann ich jetzt leider nicht helfen. Tja, mein Freund, tut mir leid, aber wir können dann leiden. Genau. Verkürzen. Ja. Wie gesagt, dann hat sich das Wasser halt hier wieder angestellt nach einer Weile. Oh, sorry, Tintenfisch. Ich kürze dein Leiden auch.
Ja, und dann kommt man halt hier runterspringen. Es war ein kleines bisschen Jump'n'Run-mäßig. Oh, na gut, das sollte für die meisten eigentlich kein Problem sein, sage ich doch. Dann kommt man, wie gesagt, hier ran, kann sich schön hier rausnehmen und sich wieder hier verkrümmeln, bevor das Wasser kommt. Genau, man muss. Ach ja, man musste über die Ecken rüber. Man kam ja nur über die Ecken raus. So. Wunschbrunnen, deswegen steht das auch hier mit Wunschbrunnen, genau. Ja, da muss man auch erstmal drauf kommen. Ich glaube, jetzt habe ich nichts mehr vergessen, wenn ich mich nicht täusche. Müssten wir eigentlich. Hä? Druckplatte? 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 Hä? Ich habe doch gerade eine Druckplatte gehört. Ein Schalter? Keine Ahnung. Ja, ich denke mal, das müsste es gewesen sein. Da hinten, wie gesagt, TARDIS, der Stall. Unterm Stall dürfte nichts mehr sein. Oh, was ist das denn? Ah, ganz normales Pferd. Ja. ja, es sind. Okay, habe ich echt so viele damals gespawnt? Es sind ganz schön viele hier. Es müsste, glaube ich, auch bei den Eseln soweit sein. Ich meine, waren die Esel hier? Ja, ach genau, ich hatte die verteilt gehabt und habe die dann umgestellt. Ich wollte die auch nach Farben sortieren, wie man sieht. Na, Platz genug ist ja hier. Ich meine, ich hätte aber auch Esel stehen gehabt hier. Wo sind denn die? Ah, da. Esel! Oder? Ja, Esel! Na du? Ja. Da haben wir ihn schon angenommen. Instant! Ja, man sieht, ich habe eine Weile nicht mehr gespielt. Best Friend. Ja. Okay, die musste ich eigentlich auch nochmal. Ja, genau, die müsste ich eigentlich auch nochmal umbauen. Denn es. Ah, warte mal, hier gab es da auch noch was. Hier gab es auch noch was, aber das war eigentlich mehr wegen was anderem. Genau, hier kann man nämlich die. Müsste doch jetzt gehen. Ach, geht ja. Ah! Okay, geht nicht. Spinnt wohl. Ah, oder? Ich musste die. Nee, das waren die Gläser. Das war uninteressant. Ach, es scheint zu gehen. Keine Ahnung, warum der das nicht mehr macht. Wahrscheinlich ist wirklich das Redstone ziemlich broken nach dem Ganzen hier. Aber obwohl, sie gehen doch. Doch, ach, jetzt. Ach, es dauert immer eine Weile. Genau. Es dauert immer eine Weile. Eine etwas kompliziertere Redstone-Schaltung. Ja. Man kann hier drunter auch noch die Farben einstellen. Nehmen wir mal hier. Nehmen wir mal da. Nehmen wir mal da. Da. Den. Den. Und den. So, jetzt müsste eigentlich die Strahlen müssten sich jetzt eigentlich verändert haben. Ist ein bisschen komplizierter, die Schaltung leider. Auch da hat das gemacht zum Schluss. Weiß zwar nicht, warum man es hier nicht gemacht hat. Wahrscheinlich ist es leer. Das kann auch möglich sein. Ja. Und über den Knopf hier hinten kommt man das halt. Resetten. Wenn es denn funktioniert. Ah, da hat's funktioniert, man sieht's. Dann wurden die Items einfach aus den Trichtern geworfen, die das ausgelöst haben. Nochmal zeigen, genau. Ja, ist eine echt komplizierte Schaltung, was ich hier gebaut habe. Genau durch die Items wurde das hier aktiviert. Und ja, wird dann hier im Endeffekt.
Das können wir genau da hinten, wird das dann in den Verbrenner sozusagen. Oder hatte ich das hier in den. Nee, das wird dann hier reingeleitet. Hier sollte ein Verbrenner rein. Das wird dann hier komplett reingeleitet. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich wollte keinen Verbrenner hier machen. Ich habe einfach gedacht, dass ich das Zeug wieder hochhole irgendwie. Es gibt einen Aufzug. Es gibt. Den habe ich auf der Zapfwelt gebaut. Damit kann man Items nach oben transportieren. Ich müsste mal gucken, ob ich das noch finde. Die Anleitung dazu. Und ob das noch richtig funktioniert. Ich meine, sie biegen es nicht aus, deswegen. Dann kann man die Items wieder nach oben transportieren. Und das ist nicht das, was am längsten ist, weil das steht, bewegt sich nur, wenn man es aktiviert. Beziehungsweise benutzt. Keiner, was da eben so am längsten war. Vielleicht hat Steam im Hintergrund wieder was geladen. Ich glaube, das war es jetzt gewesen, oder? Ja, hier hatten wir ja komplett geguckt. Bis auf die Effekte. Hier mein Haus haben wir auch komplett geguckt. Ja, was habe ich denn eigentlich hier hingestellt? Schalter für Türen von Arena hier im Haus. Ah, genau. Dass man die Arena von innen, von hier noch sperren konnte, von außen. Damit man nicht einfach reingehen kann. Alles klar, ich habe einen Händler hier. Ja. Das ist mein Haus. Raus da. Raus da, habe ich gesagt. Mein Haus. Sorry, also nee. Aber cool, von dem kriegen wir. Ist ja cool. Ist ja cool, von dem kriege ich das Dinge. Könnte eigentlich Villager hier reinsetzen, dass das alles belebter ist. Kann ja nichts passieren, es kann ja keinen Überfall geben, nix. Aber ich weiß nicht, ob die sich dann unkontrolliert vermehren am Ende. Obwohl, die brauchen ja jetzt mittlerweile auch Betten. Die brauchen ja ausgestattete Räume. Ey, was ich alles entdecke hier jetzt. Ja gut, das ist nichts Ungewöhnliches hier. Oh, ein Delfin! Aber keine Schildkröte. Aber das ist cool, dass hier auch die Viecher drin spawnen. Das ist mehr als cool, auch wenn es nicht viel bringt. Ich glaube, ab einem irgendeinem Punkt sind sie. Ah, warte mal, hier war doch auch irgendwas gewesen, aber das war hinten. Ah ja, hier ist so viel Baustelle noch. Ob ich das jemals fertig kriege, ist natürlich eine Frage. Was kann ich? Ach genau, hier hatte ich weitergebaut gehabt. Ich glaube, ich müsste mich da nochmal daran setzen oder ich müsste mal gucken, dass ich ein paar Leute zusammentrommle, dass wir das dann zusammen machen, weil sonst wird das ewig dauern. Oh, was war denn das? Ah, genau, da hatte ich was ausgewählt gehabt. Ja, genau, da habe ich was ausprobiert. Das soll dann später hinkommen, wenn der Eispalast, wenn man aus dem Eispalast rauskommt. Wenn ihr runterrutscht, dann wird das hier aktiviert. Genau. Das Licht ist nur dafür da, um es zu zeigen, dass es funktioniert. Ja, weil sonst wäre eigentlich an dem Ende hier, ich weiß gar nicht, was ist denn das für ein Leuchten, das hier gewesen, dass man hier rausrutscht. So, jetzt will ich mal wissen, was ist das für ein Leuchten da hinten? Was ist das? Da geht's irgendwo hin, ich weiß nur nicht mehr was. Wo geht's hier hin? Wo geht's hier hin? Ging's da nicht? Oh! Ja, das habe ich total vergessen gehabt. Das habe ich total vergessen. Tatsächlich, hier ging's irgendwo hin. Ja, hier sind unsichtbare Blöcke. Wireblocks, die machen wir jetzt erstmal wieder zu. So. Genau, hier hatte ich was angefangen zu bauen. Ja, sieht von hier aus ein bisschen blöd aus. Von der anderen Seite gibt es ein bisschen mehr Sinn. Ja, hier hatte ich angefangen, ein Türmchen zu bauen. Ein großes Haus. Einen Wolkenkratzer sozusagen. Ja gut, einen Wolkenkratzer, ich fand, muss ehrlich sagen, ich müsste eigentlich noch ein bisschen höher gehen. Der ist viel zu klein. Wenn ich das jetzt so im Nachhinein betrachte.
glaube, das hatte ich auch vorgehabt, weil hier sieht es noch nicht so ganz fertig. Doch, das sieht fertig aus. Na doch. Ja, gut. Das ist nicht so schlimm, wenn er nicht ganz so groß ist. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das gebaut hatte. Sollte man hier auch hin können? Ich glaube nicht, oder doch? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier sieht man, hier habe ich mit Wolle gebaut. Ja, hier sollte man dann hochkommen, hochlaufen können in die verschiedenen Stockwerke. Oh ja, genau. Und dann soll. Wofür wird das eigentlich? Ah, um das Wasser auszulösen, glaube ich, außen. Oh ja. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Die funktionieren auch nicht mehr so wirklich. 3006. Ach, weiter. Doch, funktionieren. Der Tagesrhythmus ist noch nicht. Doch, der Tagesrhythmus ist an. Wir haben ja eben gerade Tag gehabt. Dann schalten die sich nämlich ein und sorgen dafür, dass es nicht regnet. Weil mir das beim Bauen immer auf den Zeiger ging. So, mal wieder zu. Ja, haben wir doch noch ein bisschen was vergessen gehabt. Ich glaube, das war es dann aber gewesen, was ich vergessen hatte, oder? Ja, es ist halt, wenn man eine Weile hier nicht mehr auf einer Welt nicht mehr war, vergisst man echt sehr viel. Wieso ist hier? Hatte ich da was stehen gehabt? Ich glaube, hier hatte ich was stehen gehabt, oder? Ja, ich glaube ja. Hier stand irgendwas. Das habe ich weggemacht. Das ist aber schon. Oh Gott. Müsste echt mal gucken wegen World Editor, aber trotzdem, ich verstehe nicht, warum es jetzt gerade so Einbrüche gibt, so FPS-Einbrüche. Das leckt doch schon ein bisschen. Warum, wieso, weshalb, verstehe ich jetzt nicht. Wo ging es nochmal hier hin? Ja, schon wieder. Genau, ja, wir wissen wieder. Das ist der Raum, wo der Baumarkt dahinter ist. Kann, vielleicht mache ich auch doch noch mal was anderes dahinter, weil mittlerweile denke ich da ein bisschen anders darüber. Da könnte was anderes hinkommen. Was Schöneres als ein Baumarkt. Aber ich glaube, wir haben jetzt doch alles. Genau. Ja, aber ich verstehe jetzt nicht, warum hier so ein Gelegge ist. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum es so leckt. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Und warum sich das so schlecht aufbaut? Also eine Aufnahme kann es nicht liegen, da sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren. Naja, genau, hier ist der Abfluss. Hier kann man da runter. Also wenn jemand auf der Flucht ist, schnell hier rein und tschüss! Kann er dem anderen zumindest einigermaßen noch entkommen. Und sogar hier von hier aus in den Turm abhauen, wenn ich mich nicht täusche, ne? Nee, doch, hier. Hier irgendwo war der Durchgang. Da. Kann er von hier aus noch in den Turm entkommen. Wo ging es denn eigentlich hier hin? Ah doch, hier geht's zum Turm, genau. Hier sollte noch später was gebaut werden von mir. Oh hey. Ja. Ich hatte sehr viel geplant und bis jetzt leider noch nicht umgesetzt. Irgendwann hat man auch keinen, ja, keinen Nerv, weil es ist echt anstrengend. Könnt ihr mal zumindest zeigen, da unten den Raum. Wie ging das nochmal? Genau, man ist hier runter, dann hat man den Schalter, dann ist man hier hoch. Hört sich ja sehr nett an gerade. Ja, und dann kommt man hier halt runter und konnte auch, glaube ich, von hier aus den Schalter wieder. Ah, nee, das ist eine Fackel. Ja, und dann. Genau, ah, die habe ich dazu nicht zugemacht, weil es nicht ging. Ja, und dann kommt man hier runter. Und hier gab es ein bisschen was zu futtern. Hier gibt es, glaube ich, kann. Doch, Waffen gab es hier auch. Ein Holzschwert und ein Bogen. Weil man das hier eins viel zu offensichtlich ist. Also, wenn man da oben über den See gekommen ist, hat man das ohne Probleme gesehen. Was schwimmt denn da? Ich höre doch was. Ich höre doch was. Das kann nur ein Tintenfisch sein, oder?
Komm, geh raus. Mach mal wieder zu. Das ist ein Tintenfisch, ne? Ja, Tintenfische. Das war ein bisschen zu viel hier an Tintenfische. Da sind die Tränke. Ah, halt, wir müssen erstmal das wegpacken. Gut, das braucht man nicht mehr. Den müssen wir sicher wegpacken. Das und das nehmen wir mal für euch selber auch mit hier rein, damit ich nicht suchen muss. Was haben wir denn hier? Ein Turtle Egg. Können wir hier mal ein Tierchen reinspawnen. Drone Spawn. Ah ja. Dolphin. Creeper. Kuh. Cave Spider Cat, Elder Guardian, Enderman, Endermite, Evoker, Fuchs, oh ja, Fuchs, den können wir uns mal angucken, den habe ich überhaupt noch nicht gesehen gehabt. Horse ist klar, Husk ist mir uninteressant, Phantom ist uninteressant, Papagei, den haben wir hier schon, Panda habe ich noch nicht gesehen, Papagei kenne ich schon, Ocelot, Mule, Mushroom, Magma, Lama, kennen wir schon, Plätscher, Polarbär, habe ich auch noch nicht gesehen. Ich weiß aber nicht, ob der hier jetzt funktioniert. Pufferfish, Rabbit, haben wir eben schon gesehen. Ravager, das ist auch genial. Ravager kenne ich auch aus Ark. Fisch, ja, ein Fisch ist immer gut. Sheep, Schalker, Silverfish, ach du je. Halt, das ist ein richtiges Turtle Spawn Egg. Das andere war nur das, worauf die schlüpfen können. Vex. Hier sind echt viel Vindicator, das ist klar. Wandering Trader, Witch, River Skeleton, Zombie Horse. Ja, es gibt mittlerweile so viele Eier, das ist Wahnsinn. So, Schildkröte. Schildkröten! Yay! Machen wir uns mal Schildkröten hier rein. Die können jetzt hier schön rumschwimmen. Das ist cool. Aber ich denke mal, die werden despawnen an einer Weile. Was haben wir hier? Dolphin? Ja, dann haben wir hier wenigstens ein bisschen Leben drin. Oh, die springen sogar aus dem Wasser. Ist das cool. Das ist cool. Oh. Irgendwas habe ich gerade aufgenommen. Ich glaube, die... Ja, die Delfine fressen die. Die Delfine fressen die. Ja, alles klar. Ja. Ich glaube, den fressen sie nicht. Oder? Ach, guck mal da. Da schwimmt ja was. Oh, die sehen toll aus. Und Schwärme vor allem. Das sieht echt toll aus. Ah, die haben es aufgesammelt. Was haben wir hier noch? Polarbär. Jetzt bin ich mal gespannt. Ey, Katzen! Ich habe was Tolles für euch. Mal sehen, ob es überhaupt funktioniert. Ah, oh, Polarbär. Ja, ey. Schon mächtig, das Vieh. Was haben wir hier noch? Ein Panda. Auch schick. Was ist das hier? Der Papagei, den kennen wir ja schon. Oh, die sind auch echt. Also da hat sich mittlerweile... Oh, die sind süß. Oh, der Polarbär mag die Füchse nicht. Der mag die Füchse nicht. Wieso? Der mag die Füchse nicht. Ja, komm, dann ärgern wir uns mal ein bisschen. Ärgern wir mal ein bisschen. Der mag die Füchse nicht. Ist klar. Okay, also man merke sich in Minecraft den Polarbären nicht mit den Füchsen haben. Ocelot, Papageien und Panda ist kein Thema. Oh, wie die vor dem Papagei, wie vor dem Panda sitzen. Ja, die Papageien sind schon lustig in Minecraft.
Okay, ja. Sorry, Leute, aber wir machen das mal ganz schnell hier zu Ende, dass hier nicht zu viele Viecher am Ende sind. So, machen wir die wieder weg, dass wir hier nicht zu viel... Ja, komm, der Bär braucht ein bisschen länger. Ah, genau, von den Papageien gab es auch noch Federn. So, Füchse, sorry. Bleib hier. So, das hier nicht die ganzen... Aber ist schon faszinierend, dass die Ocelots nicht an die Papageien gehen. Die Hühner greifen sie ja sofort an, die Papageien ignorieren sie so bestimmt. Stich nicht getroffen, danke. So, weg damit. Weil die spawnen hier leider sehr oft. Ich weiß nicht wieso, eigentlich sollten die ja nicht spawnen. Was habe ich denn da? Ach, das ist das Ei von der Schildkröte. Na, die fühlen sich hier wohl. Aber wie man sieht, sind schon einige Tiere wieder despawned. Die Delfine sind wieder alle weg. Schade eigentlich. Schildkröten schwimmen hier noch fleißig rum. Gut, gucken wir mal hier. Ich könnte mal gucken, ob es da noch geht. Ein Geisterhaus ist das, was auf dem Server, das wollte ich eigentlich mal bauen, aber das hat irgendwie nicht so geklappt, die Battlemap. Okay, kann ich nicht mehr benutzen hier. Schade eigentlich. Geht die noch? Test. Ich weiß gar nicht mehr was. Ach, das war, glaube ich, wo ich einfach nicht in die Welt geflitzt bin. Xanadu. Ah, das waren Welten, wo ich selber gespielt habe. Pferd. Ja, genau, das war das. Wo haben wir es denn? Dropper. Lost Island. Ja, da weiß er die Version leider nicht mehr. Das müsste es gewesen sein. Das können wir schon mal sehen, ob es funktioniert, ob wir wieder abstürzen. Beziehungsweise Minecraft sich wieder schließt. Oh, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Aber hier dürfte mehr corrupted sein. Aua. Oh ja, man kann sehen, hier saß noch ein bisschen. Da habe ich noch nicht gebaut gehabt. Da ist der Damm gerade noch im Bau. Ah, hier sind wir im Spectator-Mod. Das ist blöd. Oh ja, hier ist noch der Stall noch nicht gebaut. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Hier ist ja noch gar nichts gebaut. Hier ist der Stall noch nicht fertig gebaut. Jei. Oh ja, das ist schon eine Weile her. Dann dürfte da hinten die Arena noch nicht angefangen haben. Ja, da ist noch eine Wand. Das, da sieht man, da kann man so schön die Grundschritte zwischendrin sehen. Hier habe ich noch einiges nicht gebaut gehabt. Ja, hier ist noch die komplette Wand. Ich müsste mal gucken hinterm Schloss. Ja, der muss das jetzt, der entdeckt das jetzt alles neu, der muss das neu errechnen. Da ist der Turm. Mal sehen, ob das hier hinter... Nee, hier habe ich schon... Funktioniert es hier? Ah, nee. Genau, da ist der zweite Damm. Der ist aber auch noch nicht sehr weit hier. Da hatte ich, glaube ich, hier bin ich ja schon weiter. Hier habe ich ja schon weiter gebaut. Oh ja, das ist noch alles komplett anders da. Ah, hier sieht man es noch. Das ist tatsächlich noch das Alte. Man sieht hier, hier führt noch der Weg Richtung der Wolkenstadt. Und die habe ich hier noch nicht angefangen gehabt. Ja, die sollte nämlich hier dann sein. Und man sieht's. Nada. Hier endet's. So war das vorher geplant gewesen. Und hier sieht man, hier ist drunter nur das Void. Ja.
weiß gar nicht, was ich hier noch alles angefangen hatte. Ja. Hier ist komplett noch gar nichts Richtiges gebaut. Hier dürfte auch der Rapunzelturm noch nicht existieren. Müsste mal gucken, ist in die Richtung. Ah ja, hier wird es noch angezeigt, damit der Regen deaktiviert ist. Da hinten müsste der Rapunzelturm sein, wenn er denn schon existiert. Ja, er existiert schon. Dann dürfte es hier jetzt gleich auch anfangen zu brennen. Oder es passiert hier nichts. Doch, es brennt. Es brennt. Rain, bitte. Ja, hier ist noch, hier hat es angefangen zu brennen. Oder hat sogar hier angefangen. Sogar hier mittendrin. Ey, das kann es ja wohl nicht sein. Brennt aber so schnell. Mal sehen, ob wir noch wenigstens sehen können, wie das Feuer ausschaute mit dem. Ja, halbwegs. Ja, so schaute das Feuer aus. Schaute. Ah, es ist durch die blöden Fire Charge, die hier noch überall rumbacken. Ist ärgerlich. Es war klar, also das, aber auch wie gesagt, da habe ich mir gedacht, dass das wieder passieren wird. Lassen wir es nochmal ein bisschen regnen. Das wird sich dann so nach und nach ein bisschen weglöschen, bevor alles abgebrannt ist. Bringt eh nichts. Die Welt ist, benutze ich eh nicht mehr. Ich weiß gar nicht, habe ich hier noch schon umgebaut gehabt? Hier glaube ich auch schon angefangen umzubauen, zu umsetzen. Gehen wir mal runter. Ja, hier habe ich schon. Das ist schon immer noch der gleiche Stand. Hier habe ich nicht weitergebaut seit dem Zeitpunkt. Ah, Minen von Moria hatte ich hier schon gebaut gehabt. Ah, ich glaube, ich hatte das wirklich nur umgesetzt gehabt, um hinten mehr Fläche zu kriegen. Nein, nein, nicht Wetter zu clear. Nein, 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 nein. Regen, wir brauchen Regen. Ah ja, genau, hier sieht man es hier. Das war nämlich, das müsste die alte Welt noch gewesen sein. Hier sieht man es. Da hatte ich, glaube ich, abgesteckt gehabt. Oder ich hatte eine normale Welt genommen gehabt. Weil da, wo ich die Baustelle jetzt drauf habe, ist eine Flatmap. Ja, hier ist noch. Oh ja, weil überall die scheiß Dinger stehen. Die werden jetzt halt nach und nach aktiviert, wenn ich hier lang gehe. Ja, der Eispalast ist auch alles noch, wie es sein sollte. Ja, hier gibt es nichts Neues. Ich weiß gar nicht, ob es noch die ganz alte Welt gibt. Müssten wir echt mal gucken. So, wir müssen aufpassen, dass ich dann die hier nehme. So, gucken wir doch mal. Das ist sie. Das ist die ganz alte Welt. Da dürfte noch einiges, glaube ich, existieren von dem ganz alten. Ich weiß gar nicht, ob da noch, ob da überhaupt schon. Da war, glaube ich, nur Survival möglich. Cover me with Diamonds. Ja, das ist noch die ganz alte Welt. Oh ja. Da sieht man noch die Pyramide, wo sie ist. Das ist schön, dass die Karte hier noch komplett zu sehen ist. Das ist die ganz alte Welt. Da ist, müsste auch, glaube ich, mein altes Haus noch sein, oder? Nee. Doch, mein altes Haus ist sogar noch hier. Ach, ist das geil. Da können wir das noch angucken. Wie das noch früher ausgeschaut hat. Ja, hier, wie gesagt, das ist. Man sieht es, eines der alten Gebäude. Ah ja, genau, da ist es. Mein altes Wohnhaus. Es existiert noch. Geil. Das existiert noch komplett. Da hatte ich, ja, da hatte ich angefangen, das Haus zu bauen. Was am Stall ist. Oh ja, und da hinten ist noch. Das war die alte Festung. Dies hier. Das war früher eine Seefestung, wie man sieht. Mit einem Leuchtturm, naja. Da war ich noch nicht so
Ungefähr mit dem Bauen, jetzt geht es ein bisschen besser. Ja, das war die alte Festung. Ich weiß genau, warum hier Löcher. Aber ich glaube, die sind nicht absichtlich, die Löcher. Ja, das ist geba das backt rum. Das ist der alte Dungeon. Das ist ja der alte Dungeon. Das ist der alte Dungeon. Genauso laut wie der neue. Ist das geil. Ah, das sind sogar alte schöne Erinnerungen hier. Oh, gehen wir hier wieder. Irgendwo war doch hier das Loch. Weiß aber auch nicht, warum das hier war. Aber hier müssen wir eigentlich auch hochkommen. Hier kann man später. Ne, hier kann man runter. Hier ist man Ausgang. Genau, hier kann man dann hoch. Das war der Turtle Island Deeper Dungeon. Ach Gott, das ist ja Wahnsinn. Kann ich den noch zeigen? Hier war der Eingang irgendwo. Ne, das war nicht. Das war nochmal hier. Hier habe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, was man hier mitmachen konnte. War das nicht hier? Habe ich damit nicht aufgemacht? Irgendwas hatte ich damit doch aufgemacht. Ich weiß nicht mehr was. Das Mist, wenn man nicht mehr weiß, was man hier alles gebaut hatte. Ah, genau. Hier ging's zum Dungeon runter. Ein One-Way-Ticket sozusagen. Waterbottle, was ich hier alles noch drin habe. Das ist ja Wahnsinn. Ender-Chest. Mal gucken, ob das funktioniert. Game. Ah ja. Geht hier nicht. Okay. Hier geht's nicht, weil das ja noch die. Ah, warte mal, hier kommt man hoch nochmal, ne? Hier kommt man hoch, weil die Welt ja auf Survival eingestellt war. Genau, hier kann man hoch. Hier kann man. Ne, das war der Weg. Ah ja. Da ist Lava drüber. Hier war der Weg, glaube ich. Zum Wirtshaus. Hier war eine der Höhlen. Kommt man rein? Ja, hier kommt man. Okay. Okay, was war das hier? Ah ja. Ice Bucket Challenge. Jo. War das hier, wo man wieder hier raus konnte? Ne, hier ging es in den Dungeon, hier ging es in die Minen rein. Den hatte ich später gebaut gehabt. Die Minen, wie gesagt, das ist ja noch die alte Map. Ja, hier Minen. Ach, da unten ist noch Eisen. Hui! Gut, das brauchen wir ja nicht. Wir haben ja alles. Das ist noch durch den Mod, weil ich mich damals nicht umgestellt hatte, als der Mod deaktiviert worden ist auf der Map, beziehungsweise outdated war. Das ist ja Wahnsinn hier, was hier noch alles ist. So, wie ging es hier nochmal raus aus dem Dinge? Das war es nicht. Ich weiß, hier ging es irgendwo raus. Gehen wir noch eine Treppe höher, genau. Hier müsste es rausgehen. Ah ja, genau, hier ist das Loch. Ich weiß nicht, warum die Löcher hier drin sind. Keine Ahnung. Ah, da ist übrigens der Schuldige. Das ist der Schuldige. Warum die Fire Charges da sind. Das ist nämlich genau die Stelle. Man müsste sie sogar noch sehen. Da sind sie. Da sind sie. Hier ist später der Rapunzelturm. Man sieht es hier noch aufblitzen und das ist der Schuldige, warum die Fire Charges da sind. Mal sehen, ob er noch geladen ist. Nein, ist nicht mehr geladen. Ich hatte hier versucht, ein Schiff zu bauen. Ja, ich bin nicht so ganz gut im Schiff bauen. Man konnte hier drüber. Ja, man hört es hier. Dadurch wurden die nämlich aktiviert. Und haben geschossen. Ja. Mal sehen, ob es noch. Ach, hier habe ich jetzt gerade angemacht. Der war aus. Okay. Schauen wir doch mal. Wo sind die? Die müssen eigentlich bei Rohstoffe mit dabei sein, ne?
Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Bin ich blöd? Ne, da sind sie nicht mit dabei. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Nein, bei Redstone sind sie nicht mit dabei. Sind die hier mit dabei? Doch. Da ist der Blaze Powder, Magma Cream. Wo sind die denn? Okay. Fire. Da sind sie doch. So, nehmen wir mal hier 4 Stück weg. Und dann machen wir die mal hier rein. Wie gesagt, das war der Schuldige. Ja. So war das nicht gedacht. Ach. Ich denke zu sehr in Arc. Deswegen habe ich auch eben versucht, mit T zu drücken. Hallo, nimmst du? Danke. Ja. Das war, wie gesagt, der Schuldige. Da. Genau, und die sind außer Reichweite geflogen. Dadurch haben die angefangen rumzufangen. Man sieht, wie weit einige davon fliegen. Weil rein theoretisch könnten die ja unendlich weit fliegen, wenn man da jedes Mal fliegt. Und dadurch sind die da hinten am Rumbacken gewesen, weil das so viele waren. Ja. Das war der Schuldige gewesen damals. Seitdem kämpfen wir mit dem Problem. Ja, und man sieht hier auch, das ist der Marktplatz. Der war früher der Kontor. Man kennt es aus, aus den Anno-Schreien, dass man, wo man mit dem Kontor angefangen hat, dass man drin weiterbauen konnte in den Inseln. Ja. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Ursprünglich hatte ich überlegt, die Map als PvP für die Peats zu bauen. Mittlerweile habe ich das auch verworfen. Ja. Weil ich hatte keine Lust mehr gehabt. Ah, hier sieht man es. So, genau, hier sieht man jetzt, wie es hier hinten früher ausschaute. Oh, hier ist noch so vieles nicht gebaut. Irgendwo war hier auch der... Der war hier hinten irgendwo. Ich weiß das. Da ist er. Ich glaube, das müsste er sein, oder? Oder war der das nicht? Ich kann es leider nicht im... Ja, leider nicht in den Spectator-Modus wechseln, aber das müsste doch gewesen sein, oder? Irgendwo war das hier. War der hier? Oder war das der hier? Ah, hier ist es. Ja. Boot. Ich brauche kein Boot. Das war der ursprüngliche Raum hier. Der lange ursprüngliche Raum. Warum höre ich hier Flaschen? Warum höre ich hier Flaschen? Warum höre ich hier Flaschen? Ja, wenn man den hier aufgemacht hat, dann... Ich verstehe nicht so ganz... Oh, da... Moment, doch, das könnte sein, dass man hier Flaschen hört, weil irgendwie... Da war nämlich was hier. Da hat man es... Nee. Ja, man konnte hier runter, man hat was geopfert. Und dann ist die Kiste hier aufgegangen. Das Problem war, die Kiste hier... Jetzt. Da, Wasser. Ach ja, EP... EP war das. Hier hat man eine Menge EP gekriegt. Genau. Genau, hier kommt man EP sammeln. Ich weiß aber gar nicht mehr, wenn man da hochgegangen ist. Ah, ja, genau. Das hat schon seinen Grund hier. Wir können es ruhig wegmachen. Das ist nicht so schlimm, wenn die Map kaputt geht. Ich benutze die eh nicht mehr. Selbst wenn, habe ich ja noch das Backup auf der Festplatte. Genau, wenn man hier eigentlich aufgemacht hatte. Das hier. Eigentlich sollte der zu sein hier. Genau, so wie jetzt. Dann hat man den hier aufgemacht. Dann sollte unten, was jetzt leider nicht funktioniert, weil es noch nicht angeschlossen ist,
irgendwo hier. War das? Ich weiß gar nicht mehr wo. Da, jetzt. Passiert's. Genau. Hier sollte der Kolben weggehen. Machen wir den einfach mal weg. Hier ist der zweite. Ja. Und dann kommt nämlich von da oben alles runter. Und man sieht hier, man wäre hier nicht mehr rangekommen. Von der anderen Seite kommt man auch noch einmal rein. Also von hier wäre man nicht mehr rangekommen. Ach, ist das alles lange her. Da habe ich so vieles noch nicht gebaut. Ja, da ist noch das Ding. Das habe ich auch zu Anfang gebaut gehabt. Hier ist noch so vieles, was ich. Ja, da war auch noch mal eine Art Leuchtturm, habe ich gebaut gehabt. Ach Gott, nee. Ja, das ist echt schon eine Weile her hier. Ich weiß gar nicht, ob der Turm noch um. War der noch vom Anfang an so? Ja, hier hatte ich auch nochmal einen Turm gebaut, so eine Art Leuchtturm. Dann hatte ich hier noch angefangen, das zu bauen. Ja, hier ist vieles nicht. Ich weiß gar nicht, was das hier war. Das war, glaube ich, mal eine Sand. Ja, ach, das war mal eine Sandmine gewesen. Das war früher mal eine Sandmine gewesen. Da ist die Pyramide. Wie gesagt, das ist wirklich eines der ältesten Gebäude. Man sieht es hier. Der Ureingang war ursprünglich halt hier oben. Das habe ich ja auch umgebaut, dass man unten durch kann mittlerweile. Ja, das ist alles noch hier. Eine richtige Festung habe ich hier angefangen zu bauen. Gott, nee. Da ist noch so vieles. Ich weiß gar nicht, existiert das hier noch? Die Brücke hier noch? Ich weiß gar nicht, ob das noch existiert, die Brücke. Hier ist nämlich auch noch was dahinter. Kleiner versteckter Raum habe ich hier hinten gemacht. Moment, was war das eigentlich? Glowstone Dust. Sieht ja auch neu aus. Finde ich ja faszinierend. Was war das? Da konnte man einfach nur in den Turm rein. Genau. Ja, gut. Wie man sieht, das Labyrinth existierte da schon. Das hatte ich angefangen zu bauen. Ich wollte das Haus eigentlich nur umbauen zu einem Stall oder sonst irgendwas oder Veranstaltungshalle. Keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht mal, sieht das noch original aus? Nee, es sollte, genau, das ist ein Stall geworden. Das war gar nicht mehr mein Haus. Das war der Stall geworden. Da hatte ich den schon umgebaut zum Stall. Weil ich hier hauptsächlich im, ja, Miniboxen. Was haben wir hier? Futterkammer, Sattelkammer. Ja, genau, das war der Stall geworden. Die Farm. Ich weiß gar nicht, war da noch was drunter? Oh, die Brücke hier. Ich weiß gar nicht, existiert die noch? Ja, doch, die existiert noch. Die müsste eigentlich noch existieren. Oh, und da ist das Wirtshaus. Hier war die früher die Reitarena und die Reithalle. Glaubt ihr, das habe ich auch so gemacht, wie ich es damals ja genau Zapteufelsherberg auch gemacht habe. Boah, ist die aber klein hier. Selbst hier auf dem Zapteufelsherberg war bei mir größer. Ja, das Kaufhaus hatte ich ja schon gebaut gehabt. Ja, da ist noch die Schmiede. Die habe ich halt vergrößert. Tut sich aber nicht viel zur Sache. Hier müsste eigentlich, der war das, glaube ich, ne? War das die richtige? Ne, das war die hier hinten. Die war das gewesen. Ja, da passt jetzt. Da ist es. Aber wie gesagt, jetzt müssten aber noch die. Ne, hier ist nichts dahinter. Okay. Wieso ist da nichts hinter? Ja, hier ist auch nichts hinter wieder. Da hat sich nichts verändert. Das ist alles noch von Anfang an. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, hier steht sogar die Truhe oben. Mit den Einhorntränen und so. Eine Map. Ha, dass ich da alles noch gemacht hatte. Joa, da existiert vieles noch nicht. Und hier war es noch aktiv, dass die sich nachts abgeschaltet haben. Weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Einfach nur, weil ich mit Redstone Spaß hatte. I don't know. Ja, hier, man sieht, hier existiert schon einige der Gebäude, die ich später auch noch übernommen hatte. Ja, vieles existiert hier noch. Ein Bett. Mitten auf dem Weg. Ich weiß gar nicht, ob man hier auch noch runter konnte. Komm, geh mal runter. Ich will mal gucken, ob man hier im Stall auch noch irgendwo runter. Ja, hier ist auf jeden Fall was drunter. Also müsste man auch hier irgendwo runterkommen. Ah ja, genau, hier müsste es gehen. Ja, hier geht's runter. Was war das hier nochmal? Irgendeine
Maschinerie. Ja, keine Ahnung. Ne, hier ging es nicht runter. Aber hier gab es einen Weg runter in den Untergrund. Das weiß ich. War der hier? Ah, genau hier. Ah, genau. Das war die alte Reitarena. Ich hatte hier unten drunter noch eine Reitarena gebaut gehabt, die alte. Die habe ich ja später abgerissen. Ja, genau, das war die alte Reitarena. Oh, das ist auch schon lange her. Jetzt weiß ich auch wieder, woher. Wartungsschaltung. Ja, das ist die alte Reitarena. Ich hatte hier schon mal eine gebaut gehabt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie kam man denn nochmal da hoch? Ich glaube, von hier aus könnte man da hochgehen. Was haben wir hier? Schaltzentrale, Arenaleitung. Können wir uns das nochmal von drinnen angucken? Glockenspiel. Feuerwerk. An, aus, ist an. Wasserfall, Feuerwehr, Feuerwerk. Was? Arenabdeckenbeleuchtung ist an. Ein Ritt links auf. Sehr schön. Dann kommen wir da jetzt auch ohne Probleme rein. Was war das gewesen? Personaleingang. Jetzt kommen wir auch da rein, ohne was kaputt zu machen. Ja, das war die alte Reitarena. Die gab es hier auch. Und der Eingang war. Ich hoffe, dass ich nicht zugemacht habe. Nein, ist nicht zu. Doch, ist zu. Aber aus dem anderen Grund. Das sollte nicht zu sein, eigentlich. Eigentlich sollte das nicht zu sein. Oder doch? Doch, das ist noch nicht fertig gewesen. Ja, man kam hier oben rein. Genau, das unten war noch nicht fertig. Das sollte, glaube ich, zum Wirtshaus oder so führen. Später der Gang. Weiß gar nicht, hat sich im Wirtshaus was verändert gehabt? Großartig. Oh, das wird schon wieder lange voll. Ja, hier, die Schlüssel. Nee, Quatsch, das waren die Besetzzeichen. Hat sich hier was getan? Wo ist der Hebel? Wo war der Hebel? Da. Ist das immer noch der gleiche Keller? Ja. Ah ja, genau. Da hatte ich noch geplant gehabt. Da ist der ursprüngliche Weg. Man sieht ihn ein auch. Das war er gewesen. Aber ich glaube, ich hatte schon die Hälfte abgerissen. Ja, hatte ich. Da hatte ich noch geplant gehabt, das umzubauen. Ach, das ist alles so lange her wieder. Ja, der ist, wie gesagt, der existierte schon. Hier müsste auch überall, ja, Hühnchenfleisch. Hier ist überall noch ein bisschen Futter versteckt gewesen. Ja. Was haben wir hier noch? Da ist nichts drin. Nee. Also ich glaube, im oberen Bereich war noch ein bisschen was versteckt gewesen. Die Kühlkammer sozusagen. Ja, und hier, so sah das alles ursprünglich halt aus. Ja, man sieht, das existiert auch schon von Anfang an. Und der See war hier nicht so wie hier jetzt. Das war viel größer. Und da sind auch die Zäune, die Mauern. Ja, deswegen sind die nämlich hier. Das war Meditor, da habe ich mich, glaube ich, verlaufen. Da habe ich keinen Bock gehabt, Fertigung zu bauen. Ja, ach Gott, nee. Oh, warte mal. Oh Gott, ja, da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Es gab ja noch einen Turm hier. Geil. Stimmt, hier gab es ja auch nochmal so eine Art kleinen Turm. Da habe ich ja auch nicht mehr dran gedacht. Das war irgendwie ein vorgeschobener Posten von mir. Das heißt, es müsste eigentlich nochmal weiter weg auch nochmal einen Turm geben, wenn ich mich nicht täusche. Genau, hier kann man noch nicht. Hier ist ein Esel. Das kann ich, glaube ich, der hier. Genau, hier kann man. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Wie sind hier so viele Pferde? Habe ich die damals gespawnt gehabt mit dem Ei oder wie? Ich glaube nicht, oder? Keine Ahnung. Mal gucken, ob wir hier. Das war der lange Weg. Ich wollte, glaube ich, hier hinten irgendwie weitermachen, was bauen. Was war das hier? Nordstrecke, keine Schneefelder bis 3200. Schnee hatte ich nicht gesucht gehabt, oder?
Ei, ei, ei. Ja, hier hatte ich. Ah, hier war mein Villager-Dorf. Hier war das Villager-Dorf, was ich eingebaut hatte. Ja, genau. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Ja, hier hatte ich die Villager, hatte ich hier eingesperrt in der Festung, dass denen nichts passiert. Da laufen natürlich auch alle draußen rum. Hier ist das Bruthaus gewesen. Das funktioniert natürlich nicht mehr. Ja, mit den ganzen Türen. Ganz viele Türen. Das funktioniert natürlich nicht mehr. Die brauchen ja jetzt Betten. Gott. Ich weiß gar nicht mehr, kam dann hier am Ende noch irgendwas? Ich glaube nicht mehr, ne? Nee. Hier hatte ich weit. Doch, ich hatte hier angefangen, den Weg weiterzuziehen. Och, ich war so weit. Oh Gott, wie weit war ich denn hier durch? Ah, hier bis hierhin. Das war's. Weiter habe ich nicht gebaut gehabt. Ich glaube aber, ich bin hier bis hierhin sogar gelaufen. Mal sehen, ob wir Corrupted Gebiet finden. Ja, das ist, hier sieht man's. Hier ist versionsübergreifend. Das sieht man richtig. Ich glaube, das sind sogar schon. Doch, hier war ich auch schon. Hier habe ich auch schon gebaut. Ei, ja genau, da hinten ist das Nether-Portal. Ei, und da geht's auch noch rein. Da geht's auch noch rein. Da ist noch eine Truhe. Ist da noch was drin? Nee. Aber da geht's auch noch rein. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Wie weit habe ich denn hier gebaut gehabt? Ja, läuft. Ach du je. So, okay, bis hierhin. Aber ich glaube, ich bin hier noch mit dem Boot noch viel weiter gefahren gewesen. Eieieiei. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Das ist echt. Ja. Das ist schon eine ganze Weile her, was ich hier gemacht habe. Ist schon faszinierend, wenn man alte Wetten besucht, was einem da so wieder auffällt. So, oh, kommt nicht hängen bleiben. So, gehen wir jetzt mal hoch. Das war, was war das? Das war das Tigergebiet hier schon. Da gab es das ja schon. Zumindest in der Art. Aber wieso ist das hier so corrupted? Ich glaube, da habe ich was umgestellt gehabt. Ja, hier sieht man es auch, ist corrupted. Oder ne, ja, ich glaube, nee, das hat sich in obwohl, nee, hier habe ich ja durchgebaut. Hier habe ich ja auseinandergenommen, aber hier ist überall ein bisschen corrupted. Man sieht das hier, na, das nicht, aber da und da hinten die Felsen. Ach Gott, nee. Ah, da wäre eine Erinnerung wach. Was haben wir da für ein Loch? Oh, da ging es ja steil runter, das habe ich ja damals nicht gesehen, glaube ich. Jetzt hätte ich da bestimmt reingeguckt und Rohstoff rauskriegen. Na gut, mittlerweile ist mir egal. Weil, wie gesagt, die Welt hier habe ich halt. Jetzt müsste ich mal gucken, ist der Turm von innen noch der gleiche? Wir brauchen ja nur von außen zu gucken. Nein. Das sieht nicht so aus. Das hier oben ist doch, das hier oben ist gleich, aber das hier unten sieht anders da aus. Ach, guck mal hier. Das sind sogar meine Pferdchen. Das könnten doch nur, ja, Madeline und Larissa sein. Und die sind natürlich wieder lose. Na, jetzt Hübschen. Die sollten eigentlich auch hier drin stehen. Ja, das ist noch ein bisschen alt. Man sieht es hier unten. Der untere Bereich ist noch ein bisschen anders da. Gut, hier ist glaube ich schon eine neue, ne? Obwohl, das kommt doch gerade so hin. Das war wie gesagt meine Mini-Farm hier oben gewesen. Ja, das ist noch ziemlich alles gleich. Bis auf das hier, das Wasser habe ich hier weggemacht. Ja, das habe ich weggemacht. Ja, der Bereich ist hier komplett umgebaut, man sieht das. Den habe ich damals hier. Der ist nicht mehr so, wie er damals war. Das hier, doch, das hier ist noch das gleiche.
Da hat sich nichts geändert. Ja. Ah ja, genau, das war hier drin. Hier war eine Karte drin gewesen. Sag dich doch. Das ist... Ah, das ist der Vorhof, der Vorplatz, wo das Symbol drunter ist unter dem Wasser. Das sieht man das nicht, das Symbol. Oh Gott, hier. Ja. Okay. Ich glaube, das ist ein wenig verpackt. Ja, hier ist doch, da haben wir schon ein bisschen corrupted. Hier sind schon wieder Schuhe. Das sind nur die Schuhe. Okay, hier hat sich's echt ein bisschen verbuggt. Was können wir nicht die abbauen? Komm, lass mich raus. Wenn ich die abbauen müsste, das doch eigentlich. Ja, ist weg. Fehlt zwar jetzt der Rest der Rüstung. Ich weiß gar nicht, habe ich den an? Ne, das sind ganz normale. Die müssten nämlich ganz andere, ja, die haben alle 10. Ja, die Rüstung ist, jo, verloren. Ansonsten, ja, schon faszinierend, was man alles findet, wenn man noch ein bisschen rumstöbert. Warte mal, wo ging mir denn? Das müsste eigentlich, ich weiß gar nicht, was, habe ich noch irgendwas gemacht gehabt? Hier war es noch irgendwas anders da. Eieiei. Ja, ja, bleibt locker. Ah ja, genau, da hatte ich auch noch eine Farm. Das war meine Kaktusfarm, da war meine Zuckerrohrfarm. Da existierte die Farm darunter, glaube ich, noch gar nicht richtig, oder doch? Doch, die dürfte das, die zwei Labyrinthe haben schon existiert. Ach, da ist noch eine der Eisengolems, die ich gespawnt hatte. Da ist, glaube ich, ah nee, da ist ein Eisengolem-Spawner drunter noch, als Beschützer hier. Ja doch, die Farm existierte schon, da sieht man's. Da, die existierte schon. Ja, gut. Ich denke mal, viel mehr anderes dürfte es hier nicht sein. Ja, man sieht es hier, hier war eine Mauer, hier ist auch alles kaputt hier. Das ist corrupted teilweise. Das habe ich dann später eh alles abgerissen. Oh ja. Hier ging es, glaube ich, in die Mine runter, ne? Ja, hier ging es in die Mine runter. Eine der sollte. Doch, hier. Ja, hier ging es in meine Mine runter. Da hatte ich, wie gesagt, wirklich noch zum größten Teil so gebaut. Aber hier ist auch nichts mehr drin. Da, Erde noch, doch. Da, hier ist eine Schmelze. Ah, Stein, Kobbel. Ja, da hatte ich noch hier unten angefangen, Erz abzubauen und sowas auszuleuchten. Ah je, na, das ist ein bisschen her. Da habe ich noch Survival gespielt. Also wie gesagt, die Welt hier, die war meine erste und die habe ich mit Survival angefangen. Mittlerweile bereue ich es. Ich glaube, im Kreativ, wenn ich das gemacht hätte, hätte ich viel mehr anstellen können zu der Zeit. Na gut. Wer weiß, was dann gekommen wäre. Und hier sind tatsächlich wieder Ozelots. Ich fasse es nicht. Na, der alte Eingangsbereich. Jo, gut. Dann würde ich sagen, ich weiß gar nicht. Machen wir Schluss, oder? Ja, machen wir Schluss. Wir können ja mal Spaß haben. Ich kann ja mal in den nächsten Folgen nochmal die anderen Welten gucken, wo ich mal früher drin war. Das dürfte das hier sein. Das ist nicht so. Testwelt dürfte gewesen sein. Obwohl Testwelt eher nicht. Freerun dürfte. Das könnte noch gewesen sein. Oder das war, weil ich die Welt wechseln wollte für meine... Was haben wir hier? Pferd, gut, das wissen wir, das ist die Testwelt für das Pferd. Wasserschranke, ob die noch funktioniert, habe ich mir auch runtergeladen, die Map. Mustang Flat, ah, das war, glaube ich, da hat jemand einen Berg als Mustang gebaut gehabt. Season 7, das ist von den Peets. Jetzt hat die Frage, ja, scheint noch zu funktionieren. Test 171 funktioniert auch noch. Unbesiegbare Spinne, ja, hier wissen wir, da. Oh, der sagt aber, hier wird es funktionieren. Okay. World. Ich glaube, das ist auch. Ah, Season 6.
Da ist einiges noch drauf, was. Das auf jeden Fall, die zwei habe ich gespielt, das weiß ich. Testwelt weiß ich nicht mehr, was ich da gemacht habe. Test weiß ich auch nicht mehr. Geisterhaus, wie gesagt, da habe ich versucht, das Geisterhaus nachzubauen. Jetzt habe ich im Moment gar keinen Nerv zu. Weil leider haben wir damals nicht die Map vom Zartoffel-Server gekriegt, zur Verfügung gestellt gekriegt. Das wäre cool gewesen. Dann hätte ich dir per World Edit nämlich meine Gebäude da rausholen können. Die Brauerei, das Geisterhaus. Ja, das jetzt alles nachzubauen per Bilder wird ein bisschen schwierig. Auch mein Turm, den ich da gebaut hatte, der war nämlich bei weitem besser als der Turm, wo ich jetzt habe, auf der Map noch. Größer, war er schöner. Ja, die kann ich auch nicht mehr holen. Gut, machen wir die nochmal schnell an, dass wir wissen, dass wir auf der Map wieder starten müssen. So, und dann würde ich sagen, ja, machen wir Schluss. Bis zum nächsten Mal. Tschö.